Sprich durch das Radio. Ich bin da. Um dir in den Arsch zu treten. Hoffe ich. Ich weiß, dass der Hybrid auch ganz viele Roboter bei sich haben wird. Später irgendwie so. Und wir sollen uns aber wohl auf den Hybriden konzentrieren, weil wenn der tot ist, dann gehen auch die Roboter tot. Keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung. Da ist nichts. Okay. Nö, kann ich nichts drücken. Vadex Aufzeichnung. Er war es, unser eigener Vater, weil wir... Ich sehe dich. Weil wir bestimmt kein Elexator geworden sind. Deswegen wollte er uns einen reinwürgen. Mich erreichte gerade die Nachricht, dass Jax den Auftrag bekommen wird, den Pilger aufzusuchen. Es wird Zeit zu handeln. Außerhalb der schützenden Mauern des Palastes ist er verwundbar. Ich habe Zadom schon zum Treffpunkt bestellt. Er wird die Ausführung des Plans übernehmen. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Ich darf diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Arsch. Meine Kinder sind wider Erwarten außerordentlich stark geworden. Was ist es? Das kriegerische Gen oder der Kampfgeist der Berserker? Mir wird langsam klar, dass ich sie beide an den Hybriden verloren habe. Sie sind nur noch Werkzeug der Maschine. Damit sind sie unerreichbar für mich. Gänzlich aus meinem Einflussbereich verschwunden. Tarek ist schon misstrauisch geworden. Wenn ich nicht bald handle, ist es vielleicht zu spät. Für uns alle. Jax lebt. Viele Berichte aus den Ländern der freien Menschen weisen darauf hin. Noch hat Tarek keinen Verdacht. Doch das kann sich schnell ändern. Ich werde umdenken müssen. Auch wenn Kallax es nicht geschafft hat, Jax auszuschalten, ist er trotzdem die beste Option, die ich habe. Ich muss die beiden noch einmal zusammenbringen, damit Kallax seinen Auftrag endlich abschließen kann. Vielleicht habe ich ja Glück und sie kehren beide nicht wieder. Boah. Mein Plan ist gescheitert. Jax ist unauffindbar. Es heißt, er kämpft nun für die freien Menschen gegen sein eigenes Volk. Ich habe keine Wahl. Ich muss den Eispalast verlassen und ihn finden, bevor Tarek davon erfährt. Denn das wird er, früher oder später. So oder so wäre das mein Todesurteil. Das Exil und die Separatisten sind meine einzige Chance. Vadek also. Mein eigener Vater steckt schlussendlich hinter dem Ganzen. Meine Havarie. Meine Exekution. Mein Kampf gegen Kallax. Die Bastarde, die Vadek-Stellung am Hofe des Palastes sichern sollten, wurden ihm am Ende zum Verhängnis. Voll traurig, ey. Okay, meine Lieben. anscheinend, ja. Kann ich doch noch eben schnell einen Cut machen? Aber soll ich das tun? Soll ich es nicht tun? Ach, ich mache einfach weiter und ihr werdet es dann einfach merken, okay? Du hast deine Stärke wieder erlangt. Nur etwas anders als erwartet. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Komm zu mir. Wir haben viel zu besprechen. Oh, ich hoffe, ich gewinne. Arena.
Du hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Stufe 37. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein, deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast. Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich. Zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art. Deine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Das Aufkommen dieser Individuen ist nur eine temporäre Erscheinung. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magallan muss vorbereitet werden, auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Wer wird kommen? Was sind sie? Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können. Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignadon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Unsinn. Die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf das Alpheer in Ignadon aus freien Stücken. Menschen, die verzweifelt sind, haben nichts mehr zu verlieren und sind gefährlich. Doch du gabst ihnen Hoffnung. Ohne den reinen Feldherrn, den du ihnen besorgt hast, hätte sie ihre Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elix, das für dich gefördert wurde? Das Elix ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Bang in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Des Weiteren hast du Konrad eliminiert. Er wird ganz sicher keine Bombe mehr bauen. Ist das alles? Nein, bei weitem nicht.
Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, so dass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Ich glaube dir kein Wort. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Oh Gott. Ach, du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ah, ich bin schon ganz nervös. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins. Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Oh Gott, ich bin total... Crowley verlässt die Gruppe. Danke, du warst gar nicht da. Ich bin total nervös. Oh mein Gott. Oh Gott. So nervös. Ich werde nur Granaten auf den ballern. Ich bin echt nervös. Oh Gott. Ich weiß gar nicht warum. Oh. Wow. 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 Wow, was? Hallo, hallo? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Wow! Oh nee! Das ist... Och was? Echt jetzt? Ganze Gespräche mal von vorne? Du was? Machen wir eben ein bisschen schneller. Ach, das geht so nicht mit den Viechern. Ey, das geht so nicht. Das klappt so nicht. So. Bitte. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich hab einen Bug.
Ja! Es war zwar ein bisschen komisch, aber ich habe gewonnen. Hallo? Mit Taktik. Oh. Anders ging es ja gerade gar nicht bei mir. Hallo? Also muss ich halt ein bisschen überlegen. Tja, die Waffen einer Frau. Ey, sammel ein, was der da hat da, ne? Boah, war das schlau von mir. Mein Gott. Ich würde gerne einsammeln. Ne, kann man nicht. Aber ich tue das jetzt speichern. Und nun? Ach so. Magalan, die letzte Bastion der Menschheit. Dawkins sprach von den Wissenden, die er als die zukünftigen Herren dieser Welt ansieht. Er sprach von seinem Plan, die Welt auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Doch ist vieles immer noch unklar. Was wird mit den Menschen und den anderen Lebensformen geschehen? Bedeutet es für sie die totale Vernichtung? Bedingungslose Unterwerfung? Oder bedeutet es das Erlangen der nächsten Stufe in der Evolution, durch die Befreiung des Geistes von seinem vergänglichen Körper? Was es auch sein mag, es wird Magalan in seinen Grundfesten erschüttern. Die Menschen müssen erkennen, dass nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Auch sie werden sich vorbereiten müssen. Sei es nun für eine neue Ordnung oder für einen weiteren Kampf ums Überleben. Meine Rolle dabei habe ich nun selbst in der Hand. Es bleibt die Frage, wer wird meinem Weg folgen? Viele sind in den letzten Tagen von uns gegangen. Und diejenigen, die Dawkins Krieg um das Elex überlebt haben, werden nun ihre eigenen Pläne verfolgen. Was werden sie tun, wenn die Wissenden erst einmal hier sind? Ich will Gewissheit darüber, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Wer an meiner Seite steht. Und wer es jetzt immer noch wagt, mir die Stirn zu bieten. Mir, Jax, der Bestie von Xakor. Ja, meine Lieben, ich habe Elex geschafft. Ich bin oberglücklich. Nicht nur, dass ich das Spiel geschafft habe, sondern dass es endlich vorbei ist. Vorab möchte ich wirklich sagen, Elex ist kein schlechtes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Und zu der Risen und Gothic-Reihe kann ich ja, wie gesagt, nichts sagen. Wenn die ähnlich sind, wie, also ähnlich waren wie Elex, dann waren es auch gute Spiele. Also, ne? Nur, ich finde, diese Spiele sind nicht für jedermann. Auch wenn es Rollenspiele sind, sind sie trotzdem nicht für alle Rollenspieler. Weil ich für meinen Teil habe mich echt schwer getan in diesem Game. Immer wieder habe ich Lust gehabt und Fun und mich hat die Motivation gepackt. Und dann gab es wieder so Stellen, wo ich mir denke, boah, ey, das ist so langweilig. Ich habe keinen Bock mehr. Ich breche ab. Ich glaube, ich war viermal davor, kurz davor, das Spiel, also das Let's Play abzubrechen, weil ich echt keine Lust mehr hatte und mich nur noch da durch diese Mission gequält habe.
Ja, zu der Welt hatte ich ja schon gesagt. Klar ist die Welt jetzt nicht größer als wie bei dem Witcher und sowas, aber die Welt hatte für mich zum Teil, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, sie hatte Abschnitte. Zum Beispiel Skellige war ein Abschnitt, ich glaube, Velen war ein Abschnitt und dann die andere große Welt war halt ein Abschnitt. Dort ist eine große Welt, überall sind Monster, alles will dich töten, alles greift dich an, Mensch, ob Monster oder sonst was. Die sind alle so stark, du hast in deinem ersten Leveln kannst du überhaupt nichts tun und du musst erstmal dich irgendwie durchmubeln und weglaufen und so. Klar, dass das der Sinn ist von diesem Spiel und klar, dass das vielen Leuten gefällt. Mir persönlich gefällt es nicht so. Das ist meine ehrliche Meinung. Wie gesagt, storymäßig war es erst richtig lahm. Also die Story hat mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt zum Ende, wurde sie doch recht interessant. Ja, was soll ich noch sagen? Warte. Wurde sie echt interessant? Ja, dann auch sowas. Die ganze Zeit ist die Geschichte echt nur schleichend vorangekommen. Die letzten, und nur wirklich, die letzten 15 Stunden haben wirklich bam, 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 wirklich was interessant, also was Interessantes für die Geschichte, für mich. Dass die die Entscheidungen, was die für Auswirkungen haben, fand ich trotz alledem aber wesentlich besser als in solchen wie bei The Witcher oder bei Dragon Age oder Mass Effect, weil hier hatten deine Entscheidungen wirklich Auswirkungen. Schlimme Auswirkungen oder wirklich gute Auswirkungen. Es gab bei Elex kein richtig oder falsch. Es gab nur das, was du meintest. Und so kam auch dann die Konsequenz. Ja, ich muss kurz zu meinem Hund gucken. Ich sehe dich. Auf jeden Fall, ja. Das mit den ganzen, ja, die Figuren waren alle recht interessant. Die hatten alle eine richtig schöne Hintergrundgeschichte. Kamen glaubwürdig rüber. Natürlich hätten sie das Aussehen von manchen halt ein bisschen anders machen können und sowas. Aber na, es ist halt, ich finde es gut, großartig, dass es natürlich ein deutsches Team ist, das das Spiel gemacht hat. Und finde, sowas sollte auch wirklich unterstützt werden. Was noch? Die Stimme, fand ich, hat wirklich gut gepasst, obwohl ich sie aus dem Let's Play, also aus dem Spiel Dark, kenne, von unserem Vampir. Kam rüber. Trotzdem hat mir persönlich natürlich irgendwie in so einem großen Rollenspiel ein bisschen die Vielfalt gefehlt, zum Beispiel ein Charaktereditor. Ich hätte mir gerne eine Frau erstellt, wirklich. Also das wäre grandios gewesen, aber man kann ja nicht alles haben, was man will. Trotz alledem ist es ein gutes Spiel. Ich fand es jetzt halt so lala. Ich bin halt froh, dass es wirklich vorbei ist. Und trotz alledem muss ich auch sagen, auch wenn das Spiel gut war, auch wenn ich jetzt zum Schluss die Geschichte doch interessant war. Und auch wenn es so viele positive Eigenschaften hatte, hat es auch viele negative Eigenschaften für mich. Und ich würde mir definitiv, glaube ich, kein Spiel mehr von den Entwicklern Piranha Bytes holen, wenn sie auf dieser Schiene bleiben. Nicht weil das Spiel nicht gut ist, weil die Story nicht gut ist oder die Umsetzung nicht gut ist, sondern weil es einfach nicht meine Art von Rollenspiel ist, die ich so sehr liebe. Es ist halt eine ganz andere Art. Es ist für, ich weiß nicht, viele hypen dieses Game, viele hassen dieses Game. Ich hasse es jetzt nicht, ich bin halt so lala, ich habe es gespielt, aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht nochmal spielen wollen. Es hat mich nicht so gereizt. Trotz alledem war ich auch positiv überrascht von der Welt, die war richtig schön. Ja, das mit den Rüstungen, das mit dem Geld war gut, oder das mit dem Geldtrick, der war gut. ja, und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns ja gleich noch zum Schluss, wenn es mit der Romanze mit Kaya funktioniert hat. Und die ganzen Gespräche von den Überlebenden werde ich auch noch zeigen. Und das war's. Ich verabschiede mich jetzt aber bei euch schon einmal und sage
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich war immer der Meinung, dass der Hybrid über allem steht. Doch ab jetzt habe ich eine neue Sicht auf die Dinge. Wenn er nicht einmal in der Lage war, sein Ableben durch die Hand eines einzigen Alps zu verhindern, ist er es auch nicht wert gewesen. Interessant. Ich habe größte Achtung vor deiner Leistung. Hochgradige Effizienz, unbeirrbare Zielstrebigkeit und ein scharfer Verstand. Das sind wie immer die vorwiegenden Eigenschaften, die dich auszeichnen. Commander, dein Emotionspegel scheint besonders hoch zu sein, was sich verheerend auf deine Effizienz auswirkt. Du solltest dringend etwas dagegen unternehmen. Beeindruckend, wozu ein Mensch allein imstande ist. Du hast die Bestie getötet. Auch wenn es mich mit Schmerz erfüllt, wenn ein lebendes Wesen von uns geht. Du bist jedenfalls wohlbehalten wieder hier. Das wird dir so schnell niemand nachmachen. Starke Emotionen zu haben, kann gleichsam Fluch oder Segen sein. Man sagt, dass gute Taten auch immer Gutes hervorbringen. Doch gibt einem die Kraft der Wut und Aggressionen die nötige Stärke, um seine Ziele leichter erreichen zu können. Ein tapferer Krieger, das ist es, was du für mich bist. Du hast den größten Gegner, den Magalan je hervorbrachte, besiegt. Du hast unsere Welt von einem großen Übel befreit. Dein Mut ist unvergleichbar. Ich verneige mein Haupt vor dir, großer Krieger. Du trägst deine Waffen mit Stolz und folgst dem Ruf des Kriegers. Aller Ehren wert. Nur weiter so. Mir kam zu Ohren, dass der Eispalast gestürmt wurde. Ja, wir haben es geschafft. Was für eine gute Nachricht. Wie ist die Sache denn jetzt ausgegangen? Jemand war beim Hybriden, wurde mir gesagt. Der Hybrid ist tot. Ich habe ihn besiegt. Wirklich? Ha! Das ist die größte Sache, die ich je erleben durfte, seitdem mir Thorat das Vertrauen geschenkt hat, die Leitung von Goliath zu übernehmen. So ist es also wirklich wahr geworden. Wir hatten es nicht zu hoffen gewagt. Ab dem heutigen Tage werden wir also in Freiheit leben dürfen. Und du hast uns dazu verholfen. Gut gemacht. Das Volk der Berserker steht tief in deiner Schuld. Der Umstand, dass du sogar einer der unsrigen bist, erfüllt mich mit besonderem Stolz. Mögen deine zukünftigen Kämpfe stets siegreich sein, Retter der Menschheit. Hey du, wir müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du im Eispalast beim Hybriden warst. Wie kommen die ganzen Schwachköpfe hier eigentlich auf so einen Mist? Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist. Aber keine Sorge. Schon bald wird niemand mehr über den Hybriden sprechen. Ach ja? Auch egal. Es ist eh nicht mein Job, mich um die Belange der Eisklötze aus dem Norden zu kümmern. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Ich würde dir raten, das Gerede nicht noch weiter anzustacheln. Du machst mir die Leute hier nur noch verrückter mit dem Mist. Also, Schnauze halten, dass das klar ist. Ja, wie auch immer. Was? Ah, schon gut. Wenn ich dir von der Ankunft der Wissenden und den uns bevorstehenden Problemen erzähle, platzt dir wahrscheinlich das Hirn. Ich habe keine Ahnung, von was für einer Sauerei du da sprichst, aber ich rate dir, sie besser... Entspann dich, alles wird gut. So. Und jetzt werde ich mich wieder um wichtigere Dinge kümmern. Man sagt, der Hybrid habe seinen Status verändert. Sagt man sich das? Ja, es heißt, er sei tot. Das ist richtig, ich habe ihn getötet. Ist das wirklich wahr? Kalan sei Dank. Dann hat unsere Not endlich ein Ende. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Du sollst eine angemessene Anerkennung dafür bekommen, mein Sohn. Möge Kalan dich beschützen. So sieht man sich wieder.
Wie ich sehe, hast du dein Ziel, Tariks Platz einzunehmen, erreicht. Du scheinst nicht überrascht darüber zu sein. Nein, deine Pläne sind mir mittlerweile hinreichend bekannt. Doch wird deine Regentschaft nicht von Dauer sein. Wer soll mich daran hindern? Du? Meine Armee wird euch alle das Fürchten lehren. Bald schon werdet ihr bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Gib auf, Zadom. Deine Mutanten sind größtenteils vernichtet oder werden es bald sein. Mag ja sein, dass du schon viele meiner Soldaten beseitigt hast, aber die letzte Schlacht hast du noch nicht geschlagen. Die gegen mich. Deine Zeit ist vorbei. Du hast keine Chance gegen mich und das weißt du auch. Also tu dir selbst einen Gefallen und triff jetzt die richtige Entscheidung. Pah! Hab ich denn eine Wahl? Ich werde dich gehen lassen, aber nur unter einer Bedingung. Du verschwindest und kehrst nie wieder zurück. Seit wann gehört denn Gnade zu deinen Eigenschaften? Die freien Menschen lehrten es mich. Wer weiß, irgendwann wird sogar jemand wie du einmal erleuchtet. Gut. Du lässt mir ja keine Wahl. Ich werde gehen, doch. Vergiss nicht. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einem Jahr, aber es wird der Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen. Also erlaube dir besser keine Schwächen mehr, so wie nach deiner Exekution, denn... Ich werde da sein, in deiner schlimmsten Stunde. Du warst beim Hybriden. Ja, es war ein harter Kampf, den ich am Ende für mich entscheiden konnte. Deine mentale Stärke ist bemerkenswert. Jeder andere Alp wäre schon im Ansatz den mentalen Angriffen des Hybriden erlegen. Die Maschinen scheinen die Elex-Zufuhr herunterzufahren. Ich gehe davon aus, dass er tot ist. Ja, das ist er. Gut, dann haben wir Alps endlich die Möglichkeit, die von uns verursachten Schäden wieder zu richten. Du warst der stärkste und effektivste von uns, Jax. Du hast die Wendung in unserem Krieg herbeigeführt. Viele von uns werden dich aber immer noch als Bedrohung ansehen und dich auch weiterhin bekämpfen. Ich werde darum versuchen, so schnell es geht, dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe und Ordnung in unserem Volke vorherrscht. Gute Arbeit, Commander. Das Volk der Alps hat dir viel zu verdanken. Wo ist Vardek? Wo ist mein Vater? Er ist kurz nachdem du das letzte Mal hier warst, gegangen. Ich hatte vermutet, dass er sich deinem Kampf anschließen wird. Das hat er nicht? Nun, dann weiß ich nicht, wann er wiederkommt. Er wird nicht wiederkommen. Ich denke, er ist auf der Flucht. Aber... Er hat mich verraten und er wird wissen, dass ich es jetzt auch weiß. Und darum suchst du ihn jetzt, ja? Tja, dann werden wir ihn so bald nicht wiedersehen. Irgendwann vielleicht. Wer weiß. Es heißt, du seist beim Hybriden gewesen. Ist das wahr? Ja. Und ich habe Neuigkeiten für euch. Nun denn, sag schon, was ist es? Der Hybrid ist erledigt und wird den Menschen nicht mehr gefährlich werden können. Das wird den Alps einen gehörigen Dämpfer verpasst haben. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann wieder zur Besinnung kommen und ihren menschenfeindlichen Weg wieder verlassen. Die Menschheit hat dir viel zu verdanken. Ich gebe zu, ich hatte bei dir so meine Zweifel. Doch am Ende brachte ein Mann, von dem man es am wenigsten erwartete, uns allen wieder Hoffnung. Und das warst du. Ich hoffe, dass auch du deine Erleuchtung nach diesem ganzen Chaos finden wirst. Möge Kalan über dich wachen, mein Sohn. Ist es endlich geschehen? Hast du den Hybriden umkehren können? Es gibt keinen Hybriden mehr, den man umkehren könnte. Was denn? Willst du damit sagen, er ist tot? Verdammt. Ich hatte gehofft, dass... Ach, wie auch immer. Die Hauptsache ist,
dass sein Einfluss auf die Alps mit ihm gestorben ist. Nun, sie werden so schnell noch nicht akzeptieren, dass ihre Zeit nun vorbei ist. Viele von ihnen werden weiterhin das Elex in den Norden bringen, in der Hoffnung, damit die nächste Evolutionsstufe zu erlangen. Solange sie das tun, werden sie auch nicht aufhören, uns zu bekämpfen. Ja, aber das ist nicht wichtig. Allein was zählt ist, dass wir von jetzt an in der Gewissheit leben, dass es sich bessern wird. Ich fürchte, das wird es nicht. Der Hybrid hat das Elex sammeln lassen, um Magallan auf die Ankunft einer höheren Spezies vorzubereiten. Er nennt sie selbst die Wissenden. Und sie werden bald schon hier bei uns sein. Ja. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Doch ich war zu verblendet, um es wahrhaben zu wollen. Töricht von mir zu glauben, dass die Ankunft des Meteors das einzige sein würde, das uns hier unten erreicht. Wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Ich weiß es nicht. Die Rede war von wenigen Jahren. Gut. Dann werden wir uns vorbereiten müssen. Die Zeit wird von heute an unser ärgster Feind. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Du hast Großes vollbracht. Ohne dich wären wir vermutlich schon alle verloren. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die Menschen werden deine Beharrlichkeit und deine Stärke auch in der Zukunft brauchen. Ich hoffe auch weiterhin an deiner Seite stehen zu dürfen, wenn es beginnt. Also, gib auf dich Acht, bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Ich hörte, du warst bei dieser Höllenmaschine, dem Hybriden. Und wenn es so wäre? Pah, man munkelt, du hättest ihn sogar erledigt. Ach komm schon, du Penner. Das glaubt dir doch keine Sau. Echt jetzt? Du! Glaub doch, was du willst. Er wird uns jedenfalls keine Probleme mehr machen. Ha, dann haben die Alps wohl was, auf dem sie eine Weile herumkauen werden, was? Für so ein kleines Licht wie dich keine so schlechte Leistung, das alles. Wenn überhaupt stimmt, was man sich erzählt. Egal. Also, wenn jetzt nichts Wichtiges mehr ist, dann... Ich habe meinen Kram zu erledigen. Die Berichte aus dem Norden sind ziemlich widersprüchlich. Keiner hier weiß so recht, was da oben wirklich geschehen ist. Der Hybrid ist tot. Was denn? Wirklich? Dann haben die Alps ihren größten geistigen Führer verloren. Und doch, ich habe noch vor einigen Stunden eine ihrer üblichen Patrouillen durch den Pass marschieren sehen. Ja, aber das ist nicht mehr wichtig. Alles, was dich jetzt interessieren sollte, ist die Befestigung dieser Anlage. Ein großer Sturm wird auf uns zukommen. Wann? In ein paar Jahren werden die Dinge sich grundlegend ändern in Magallan. Du warst dort, nicht wahr? Du warst im Eispalast. Du warst bei ihm und hast die Zukunft gesehen. Ja, und wenn wir ein Teil dieser Zukunft sein wollen, müssen wir uns wappnen. Ich werde euch zeigen, wie. Das ist beruhigend und aufregend zugleich. Aber es klingt nach Zuversicht. Wir haben dir viel zu verdanken. Also vielen Dank, mein Freund. Dann lass dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen. Wir sprechen später. So, dann hast du es also geschafft. Ist das Ding also endlich erledigt? Ja. Der Hybrid hat es hinter sich. Ach, was soll's. Dir gehen langsam die Nerven durch, was? Das kenne ich. Hau alles raus. So ein kleiner Blutrausch hat noch niemandem geschadet. Du hast es geschafft, nicht wahr? Ja. Der Krieg gegen den Hybriden ist gewonnen. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ach ja? Okay, ich bin mal ganz ehrlich. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, wer zur Hölle? Aber am Ende hast du nicht nur den Krieg entschieden, sondern du kümmerst dich auch noch um die kleinen Leute. Dass du wieder hier bist und mir von deinen Taten berichtest, spricht nur für dich. Können die Leute ja sagen, was sie wollen, aber ich finde dich echt okay. Danke. So, und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Ich habe noch zu tun.
Dir geht es gut, wie ich sehe. Dem Hybriden nicht so sehr. Es ist gut, dass er tot ist. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er... Naja, das ist ja jetzt vorbei.